dachte mir einfach mal, weil ich mir schon ganz oft alte Videos reingezogen habe von mir, bin ich auf ein kleines Treasure gestoßen, meine Freunde. Und zwar auf alte Club-Videos von InScope 21. Der junge Mann hat sich ja früher gerne im Club mal die Kante gegeben. Und das sind Videos von 2014. Da sage ich mal so viel dazu. Es wird sau unangenehm und genau deshalb schauen wir uns jetzt diese Videos hier an der Stelle einfach mal an. Wir schauen mal ganz kurz, was InScope damals mit 14 im Club gemacht hat. Let's go, der Hase. Was geht ab, Leute? So, ich mache mal ein kurzes Zwischenupdate. Ganz seltsame Körperform damals, noch schlimmer als jetzt. Also. Was rede ich hier eigentlich? Ich sehe aus wie der größte Spast, Junge. Ihr wisst ja, ich trinke heute. Nee, wir wissen es nicht. Woher sollen wir wissen, dass du heute trinkst, Bro? Das Video ist 6 Jahre alt. Und ich habe bisher anderthalb Desperados getrunken. Oh shit. Oh shit, Nico. Und ich merke es natürlich direkt, ja, dass ich... Dieser andere Alkoholflex. ...was getrunken habe. Banger im Aufbau. Was hast du da als Kohlenhydratlieferant? Was? Bro, wie gut die damals alle aussahen. Peter ist mittlerweile, glaube ich, richtig fett, oder? Keine Ahnung, lange nicht mehr gesehen. Das ist ein Tunnelblick. Also ist wirklich mit Tunnelblick furchtbar. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht. War denn damals eigentlich los? Okay. Ja, sieht gut aus, Nico. Du hast, ja. Mach du mal. Guck mal, ich mach jetzt auf. Wo ist nochmal die Toilette? Boah, sind das alles, das sind so geile, weirde Szenen gerade. Das ist so geil unangenehm, Alter. Boah, ich liebe sowas, in so einen Raum reinzukommen und es ist genau so eine unangenehme Stimmung. Meistens kommt die Stimmung allerdings erst auf, wenn ich den Raum betrete. Toilette? Ja. Nee. Wo geht's zur Toilette? Hier lang? Nein, oder da musst, lang? Also, Digga, wenn du die Jungs besuchen willst. Man sieht doch, Nico, das ist eine Legria, Digga. Nico schaut sich die ganze Zeit selber in der Kamera an. Er schaut die ganze Zeit oben auf das Display und schaut sich selber an und denkt sich, Hick, sehe ich gut aus. Hick, denkt er sich, ja. Musst du da lang gehen? Hä? Und zur Toilette? Ja. Aktuelles Update, Leute. Ich bin beim zweiten Bier nach so ungefähr 2 Stunden. Also ich trinke ganz, ganz langsam. Für alle Leute, die da draußen richtig selten trinken, trinkt langsam. Glaubt mir, ich habe mir jetzt auch gerade nochmal so 150 Gramm Reis reingezogen. Mhm. 150 Gramm Reis reingezogen und dann habe ich noch 1,5 Liter Wasser getrunken. Ich mache es immer so, dass ich Alkohol trinke und dann trinke ich dazwischen wirklich auch immer mal wieder Wasser. Das habe ich euch schon mal gesagt. Wir lernen hier gerade vom Drinking Boss die Daydrinking-Tipps. Also wenn ihr euch tagsüber besaufen wollt, einfach mal zwischendurch Wasser trinken, 150 Gramm Reis reinschallern. Damit komme ich echt relativ gut über die Runden. Ganz ehrlich, wohin gehst du denn? So geil, die fahren noch mit Bus, da gab es noch keinen AMG. Das war kurz vor der großen Hoch und dann kam der große Fall. Pleite hoch, hin oder her, jetzt fährt Nico wieder Bus. Warte mal kurz, wohin gehst du denn? Ich gehe nach Hause. Ja, was soll ich machen? Bro, der Typ sieht 1:1 aus wie jemand aus meiner alten Klasse. Du bist doch NBA-Spieler. Was? Was? Zuffenhausen. Aber nicht der Fall, oder? Ja, das war ja früher so ganz durch dieses Hasemafang, Schimmersemafang, ganz genau. In der Stadt, Zuffenhausen. Ja, aber fangen wir mal. Ja, aber ey, ich muss im Bus mal schon mit was gesehen schon? Gesehen schon mal? Geil, wie sie einfach fremde Leute im Bus belästigen, Liebes. Häng jetzt mal. Digga, fuck, Alter, da kommen die Gorilla-Geräusche bei Inski raus. Wenn ihr mich nicht hört, hättet ihr keinen. Fuck, sagt Digga, was für Inski? Was ist denn das gemacht? Ich verstehe dich nicht. Das Handy ist einfach gemacht. Selber gemacht? Nee, das ist einfach gemacht. Hast. Vom Mediamarkt. Ey, Digga, verstehst du mich? Nein! 20. Biele, Leute! Ach du Scheiße, Digga, das waren noch die guten alten Zeiten, wo mit Karl S. noch alles im Reinen war. Jetzt sieht's da anders aus. Runter mit dem Rodel von Mount Everest. Scheiße, Alter. Und das Problem ist, Leute, das ist 6 Jahre her und es gibt immer noch Leute, die so feiern, wisst ihr? Es gibt immer noch Leute, die Flaschen abgeiern, Alter, und das Film. Ah, gut. Ganz wild. Das ist auf jeden Fall das Thumbnail hier. Ganz, ganz unangenehm, Alter. Karl, die Flasche ist zu, du kannst daraus nicht trinken. Hey. Schatzi, komm her. Gekauft hat der. Ach du Scheiße, Mann, was geht da bitte ab, Digga? Geil, Alter. Da wurde noch richtig gefeiert, Alter. Sascha auf jeden Fall wieder absolut gut drauf.
Digga, ich schwöre, wir waren ja früher auch ein, zwei Mal feiern zusammen. Digga, das ist doch genau das Bild, was man sieht, wenn man erfolgreicher Jungunternehmer.jpg googelt, oder? Schaut mal hier, Digga. Das ist doch der Mann hat es einfach geschafft, Amena. Ich wusste nicht, was für eine Goldgrube dieses Video ist. Saugeil. Hey, was? Karl ist ein Hurenschmuck. Tim wusste es damals schon. Karl gibt mit der leeren Grey Goose an. Ich hab hier Ralf Settele am Start. Scheiße, Digga. Ja, Mann. Leute, Polska Genetics, vergesst es. Polska Genetics kann nicht deadlift. Digga. Kommt einfach so ein Typ in so einem Anzug, bringt eine Flasche Champagner. Oh, guck mal da, und da freut sich jemand im Hintergrund richtig einen reinzusaufen, Junge. Digga, der Typ damals schon mehr Brillis gerockt als Justin heute. Leute, Zeitreise, so weird! Oh shit, da brauch ich direkt einen Long Reset. Aber ich krieg nichts, Alter. Und yeah! Es ist einfach Wheel of Lorette, Digga. Inscope, wenn du das siehst, bist du stolz auf dich? Weil ich wäre stolz auf mich. Dieser wilde V-Ausschnitt, Digga, auch krass. Nur hinterher, kipp rein, Alter, wir machen Cocktail in seine Maul, Junge! Und klebt, Digga. Was ist los, Nico? Ich bin nüchtern. Was? Nico, was bist du? Nüchtern. Wer ist der Typen? Wie nüchtern? Nüchtern. Prozent. Fucking Jersey Show, Berlin Tag und Nacht, ich weiß es nicht. Du nüchtern. Wie viel Prozent nüchtern? So, also Leute, ihr habt gesehen, ich war auf jeden Fall gut dabei. Reden wir nicht drüber, Nico. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Hier haben wir zum Glück nochmal ein zweites Video, was Club Action Hasamafang heißt. Das ist nur 5 Jahre alt, meine Freunde. Yo, servus Leute, geiler Abend schon wieder heute. Nico, komm schon einfach, Moment, deshalb bin ich da drauf gekommen, das habe ich geguckt. Gucken wir lieber YouTuber-Party mit Alarm Start, wo Inscope einfach Leon Mascher küsst, perfekt. Digga, das habe ich mir heute Morgen einfach reingezogen und ich weiß nicht wieso. Alles was ich brauche ist meine Gang, denn keiner kennt mich so wie Platz, meine. Du warst auch für mich da. Okay, wen haben wir da? Wir haben Solution, keine Ahnung, Marcel Scorpion, Visca Barca. Videos drauf. Hä? Nein, mach ich nicht, du kannst mir einen blowen, Alter. Der Beutel. Oh, Digga. Monte, Junge, schaut euch dieses Babyface an, Digga. Schaut euch dieses Babyface an, Alter. Damals noch unschuldig, Junge. Nicht tätowiert, immer noch irgendwie einsetzbar an der Kasse bei Rewe. Heutzutage ist das vorbei. Montana. Ich kenne dich nicht. Faro, Digga. Faro. Was geht? Ja, stell dich vor. Ich bin Faro. Wie unangenehm das jetzt schon ist, Bruder. Was geht ab? Was machst du? Gaming, alles klar. Du? Barca, Gaming, Barca. Alles klar. Marcel, Gaming, alles klar. Sascha, Gaming, alles klar. Solution, was Gaming, geht's? Alles klar, oder? Aber Solution, ey. Seid ihr andere? Digga, man sieht wirklich, wie Inscope sich da selber in der Kamera angeiert, Alter. Da ging's los und dann wieder runter. Da ging's so den Berg hoch und dann wieder so runter. Naja. Hey, Digga. Nico, sei freundlich zu den Jungs oder ich tu das Penispick von dir raushasseln. Also. Ich habe auch einen Penispick von dir. Ich hab's gelöscht vorhin, du. Ha, ich hab's dir auf mein zweites Handy gesendet. Nicht, doch. Hast du nicht. Doch, Alter, denkst du, ich bin dumm, oder was? Und zwar, wir gehen jetzt auf die Tube One Fire. Scheiße, Mann, ich glaube, ich war auch da, Digga. Mit diesen Spastis. Und dann gucken wir mal, was da abgeht, oder, Jungs? Monte fährt extra nach Köln. Fährt extra nach Köln für eine Party, sagt, ich hab gar keinen Bock, Digga. Straight up Edginess-König, Alter. Beste. Nee, also ciao. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel, liebe Leute. Und wir sind natürlich hier heftig. Halt doch einfach die Schnauze, Mann. Sascha sagt es einfach. Wir sind hier auf der Tube One Party. Ich werde jetzt ein paar Spasten abfilmen. Ich glaube, der Dusche hat Simon Desio mal gefickt. Meine ich so, wie ich es gesagt habe. Das ist ein Marterfang. Das ist ein Marterfang. Ja? Marterfang. Ein was? Das ist ein Marterfang. Ein was? Das ist ein Vive, Alter, Digga.
unangenehm. Alter, die Party hier. Ja. Hab ich hier gemacht, Fingers. Ein der berühmte. Alter, 61 Minuten Sex, Junge. Der Typ mit dem größten Schwanz auf ganz YouTube. Digga, der Typ, Alter. Der Typ, Junge. Der hat damals schon mit 30 über Sex schaut und redet. Alter, waren wir alle noch am Wichsen, Junge. Sexberater ist hier auch am Start, ja? Ja, und da ist der Typ, der keinen Sex bekommt. Der Wi-Fi-D, was geht? Was geht? Alles klar? Wie findest du die Party? Ja, ich hab es jetzt gut, aber jetzt hab ich dich getroffen. Insofern, ja, sorry. Piss dich. Genau. Yeah. Einfach Goldgrube für Memes. Einfach eine Goldgrube für Meme, dieses Video. Nee, sorry, geht nicht. Nee, aber nicht machen. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Warum ist... Da bricht sein ganzes Gesicht wieder weg, Alter. Gar kein Bock. Oh, Monte auf Prank-Basis hier angelehnt. Da werden die Streiche rausgehasselt. Marcel, Alter. Stier, Alter, was ist los mit der Cam? Digga, war Video, Alter. Überleg mal, es gab damals Partys, Alter, wo alle Leute zusammengekommen sind, ohne sich gegenseitig anzubitchen. Heute gibt's keine Partys. Und wenn es welche gibt, dann bitchen sich alle an. Der war gut, oder? Ich glaube, auf der Party war ich doch nicht eingeladen. Maybe war ich damals noch zu irrelevant. Mal Anton da hinten hittet nicht mal mehr den Strohhalm, Digga, der ist so raus. Wie kann so ein Typ so viele Abonnenten haben? Ich habe jetzt hier neben mir einen sehr unbekannten YouTuber. Oh, da wurde Fettschwanz gelutscht, oder? Da wurde richtig in den Mund genommen, Nico. Digga, das sind jetzt 10, die werden dir nachjagen, Junge. Da, Der macht ziemlich beschissene Videos. Immer mit diesem ironischen Humor, natürlich, klar. Natürlich mag ich den auch nicht so gerne. Oh, shit, Alter. Der schmeckt. Du bist immer noch irrelevant. Wie sagte damals Chaos Freak, wer viele Follower auf Instagram hat, hat viele Follower auf Instagram. Digga, was ist mit Leon Marcher? Digga, hat der da Crystal genommen oder sowas? Bruder. Geht ab, Leute, ich bin's, Leon Marcher. Wenn du Eier hast, ey, wenn du Eier hast, dann gibst du mir jetzt einen Kuss. Dann gibst du mir jetzt einen Kuss auf die Wange. Ich hab durchgezogen. Digga, ist das hier gerade unangenehm? Fallschirmspringen gehen. Nein! Sonst, was geht dann das? Nix, Joe. Ah ja, da hinten, Tim Gabel versucht ein paar Ola zu klären. Hat nicht geklappt. Kleiner Prediction. Ich kann mich an keine dieser Partys von früher erinnern, wenn ich ehrlich bin, ne? Wirklich nicht. Das rechts ist Shirin. Ihn links kenne ich auch, aber wer ist das? Wer ist das nochmal? Topic Music? Nee, ne? T-Zone, Digga, T-Zone. Bro, Alter, das ist Gronkh. Natürlich ist das Gronkh. Ich kann mich nicht lachen. Halt deine Fresse. Verpiss dich. Ich meine, hat er gerade gesagt, dass ich mich verpissen soll? Oh, Nima, Bro. Der reißt es ab. Heute übrigens im Team von Lil Lano, glaube ich, ne? Auch schon. Ja, ist er. Fertig. Jetzt bitte. Ja? Missgeburt. Soll ich Zentrum drehen? Lächelt. Fuck, Alter, Digga, Simon Unge, dieser Psychopath. Dieser Geisteskranke. Ich glaube, auf der Party war ich Real Talk einfach nicht eingeladen. Und The Vive schon. Egal. Periscope tut immer so, oh, guck mal, ich habe eine neue Bitch in meinem Bett. Schau mal, ich mache ein Facebook-Posting. Ja, guck mal, hier ist der Arsch von der, hier sind die Titten und so. Zeigt mal irgendwelche Bitches. Aber jetzt, in echt, chillt er mal mit Boys. Commander Krieger? Alter, die Legende. Mit der Gurke in seinem Drink. Also Simon und Commander machen gerade diese Aktion. Ich hab keinen Bock mehr, wir gehen jetzt zu Kais. Einfach nächstes Mal folgendes sagen, okay? Digga, jedem gefilmt, wo Bischle Reichweite kommt, feier ich das Vlog-Konzept, genauso wie meine. Guck mal, Kai, ich mag, du bist ein gleicher Typ, aber Digga, verpiss dich einfach. Ihr letztes Video gesehen von irgendeiner Uschi, ja? Wie heißt du nochmal? Du bist mir so unendlich gefragt gerade, ne? Echt? Ja. Oh, die ist wirklich angepisst. Die ist wirklich angepisst, Digga. Die ist wirklich angepisst. Wie heißt du nochmal? Uschi! Die hat letztens ein Video gemacht, auch im Adventskalender. War richtig scheiße, schaut auf keinen Fall vorbei. Sie ist eine richtige Missgeburt, verpisst. Die wollte auf jeden Fall noch klären. Hat nicht geklappt. So, Leute, das war das kleine Special-Video von der Tube One-Veranstaltung. War richtig cool mit den ganzen...